Oh, mein Lieblingsplatz, ist der Entenfang. Das ist ein ganz tolles Naturschutzgebiet, was ja vor 20 Jahren aufgeforstet wurde und wo man ganz toll Naturschutz und Freizeitnutzung zusammenbringen kann. Ich habe dann aber noch einen privaten Lieblingsplatz. Das ist mein Garten und die dortige Terrasse. Da kann ich eine wunderschöne alte Kiefer gucken, die beim Sonnenuntergang einfach ganz toll ist. Ich ernähre mich vegetarisch und esse aber Fisch. Und so sind meine Lieblingsgerichte Ratatouille. Dann habe ich ein Rezept, was ich sehr gerne selbst koche. Das ist Thunfisch mit einer Tomatensauce und Oliven mit Reis. Und dann bin ich der Risotto-Chef bei uns im Haushalt. Wir kochen sehr, sehr gerne Risottos. Und da ist eins unser Lieblingsrisotto, ein Mangold-Risotto nach einem original italienischen Rezept. Oh, es gibt viele Dinge, die mich freuen. Überraschende Momente, wenn Freunde zu Besuch kommen, aber auch Augenblicke, ja, eine schöne neue Musik, freue ich mich immer noch sehr, sehr drüber. Ich glaube, dass die große Menschheitsfrage die Frage nämlich des Ausgleiches mit der Natur ist. Und das müssen wir jetzt im Strukturwandel hier im Rhein-Erft-Kreis anpacken. Der ist nämlich eine große Chance, auf eine nachhaltige Wirtschaft umzuschwenken, die eben Ökologie, soziale Gerechtigkeit, aber auch eben Wohlstand durch Wirtschaften möglich machen kann.